Moin moin und herzlich willkommen zu diesem niegelnagelneuen Tag, und zwar den Bücher machen Freunde Tag, den wir uns gemeinsam in unserer Leserunde All You Can Read ausgedacht haben. Wir wollten unbedingt gerne ein Projekt gemeinsam starten und dachten, Tag wäre genau das Richtige, und da kam auch das Thema Freunde sehr, sehr schnell auf, denn auch wir haben uns ja über Bücher, über YouTube kennengelernt und unsere Bücherfreundschaft möchten wir nicht mehr missen. Und deswegen soll es in diesem Video, in diesem Tag, um Bücher gehen, in denen Freundschaften eine große Rolle spielen. Wir haben uns bemüht, Fragen zu benutzen, die nicht in jedem Tag irgendwie vorkommen, und dass man vielleicht auch mal ein bisschen etwas anderes hat, etwas anderes gefragt wird, auch mehr auf den Inhalt eingehen kann. Also inhaltlich auf die Freundschaften, und ja, die anderen Videos werde ich natürlich in der Infobox verlinken. Wir laden das Video alle gleichzeitig hoch, und ja, wer mitmachen möchte, das sage ich schon mal vorweg, darf natürlich auf jeden Fall mitmachen in den Kommentaren oder ein eigenes Video dazu drehen, und am Ende werde ich natürlich noch mal ein paar Leute taggen. So, es sind 7 Fragen an der Zahl, und wir fangen jetzt mal an mit der ersten. Und zwar ist die erste Frage: Best Friends Forever. Mit welchem Charakter wärst du gerne im echten Leben befreundet? Da fing es schon an, das war eine wirklich schwierige Frage. Es gibt so viele tolle Protagonisten, aber letztendlich war ich mir dann doch sicher und wollte euch 2 Charaktere zeigen. Zum einen ist das Lisha aus Das Lied der Dunkelheit. Das ist eine junge Frau, die es nicht ganz einfach hat am Anfang ihres Lebens, sich so durchboxen muss, aber sich zu einer unglaublich starken Frau entwickelt. Sie wird zu einer Kräuterhexe, zu einer Heilerin, könnte man sagen, und zu irgendwie auch zu einer Wissenschaftlerin ausgebildet, und letztendlich ist sie eine Frau, die sich für ihre Freunde unglaublich einsetzt und stark macht. Sie ist eben eine sehr unterstützende Frau, und sie kann auch sehr streng sein und einen auch mal maßregeln und einen auch mal auf etwas hinweisen. Man kann mit ihr gut reden, man kann bei ihr gut Rat holen, und sie nimmt da halt auch kein Blatt vom Mund, aber sie würde halt auch wirklich alles geben und sich schützend vor ihre Freunde und vor ihre Familie werfen. Und das ist eine sehr, sehr, wie gesagt, starke Frau, die man auf jeden Fall schätzen würde als Freundin. Sie hat natürlich auch ihre Schwächen. Auch das war mir besonders wichtig bei meiner Wahl, weil ich brauche keinen perfekten Menschen. Aber so ein bisschen bemuttert ab und zu werden, geheilt werden können und auch mal mit einer gewissen Strenge auf etwas hingewiesen werden, ist, glaube ich, sicherlich in einer Freundschaft sehr, sehr gut. Und da sie aber auch ihre Ecken und Kanten hat, wäre das nicht nur so einseitig. Und man kann, glaube ich, mit ihr wirklich sehr, sehr gut reden. So, das ist die Wahl für einen weiblichen Charakter, und ich habe mir jetzt noch einen männlichen rausgesucht. Und zwar habe ich mich noch für Mattes aus Das Buch der vergessenen Artisten von Vera Buck entschieden. Mattes ist ein ziemlich gegensätzlicher Charakter zu Lisha, obwohl sie gemeinsam haben, dass sie alles geben würden für den Schutz ihrer Lieben. Auch genau das erfährt man auch hier in diesem Buch, denn er ist Künstler, auf dem Jahrmarkt tätig und hat dort auch seine Freundin, seine Lebensgefährtin kennengelernt, Meta, eine Kraftfrau. Und zu Zeiten des Nationalsozialismus ist es nicht ganz einfach, gegenseitig sich zu beschützen. Sie kommen natürlich sehr in Bredouille, aber auch die Beziehung von Meta zu Mattes ist eine sehr, sehr schwierige. Und manchmal hätte ich ihn gerne geschüttelt und manchmal hätte ich ihm gesagt, dass Meta ihm nicht gut tut, und ich hätte ihn dann gerne beschützt. Also da ist es irgendwie so das gegenteilige Verhältnis wie bei Lisha und bei Mattes. Da würde man ihn gerne beschützen und ihn ein Freund sein und ihm die Anerkennung und die Aufmerksamkeit zurückgeben, die er halt auch anderen gibt. Und weil er eben so ein sensibler Mensch ist und ein
ja, gefühlvoller Mensch ist und mit Herzblut dabei ist, was er tut. Er hat eine große Leidenschaft für den Jahrmarkt und für die Menschen und deswegen habe ich auch Mattes ausgesucht. Zweitens, Selma und Luise, ein Buch, wo die Freundschaft zwischen zwei Frauen im Vordergrund steht. Oh, da habe ich ganz, ganz lange gesucht und kaum was gefunden. Also oft sind das Frau und Mann oder es sind halt nicht unbedingt Freundesgeschichten, sondern eine Liebesgeschichte. Ich habe aber schnell an etwas gedacht, was ich gerade erst gehört habe. Und ich wollte es erst nicht nehmen, weil ich es euch ja gerade erst gezeigt habe. Aber ich dachte, das ist das, was mir sofort in den Sinn gekommen ist. Und das hat mich so imponiert. Und deswegen möchte ich es euch nochmal zeigen. Und zwar ist das Rubinrot von Kerstin Gier. Liebe geht durch alle Zeiten. Es ist ein Jugendbuch, in dem es um Zeitreise geht. Wir treffen hier auf Gwendolyn, in deren Familie halt ein Zeitreisegen vererbt wird. Eigentlich soll das ihre Cousine bekommen, aber sie erwischt es natürlich. Und sie springt nun immer in Vergangenheit und soll ja dabei auch noch bestimmte Missionen erfüllen, gerät natürlich in Gefahren. Und ihr fehlt natürlich das ganze Wissen, die ganze Ausbildung, die ihre Cousine erfahren hat. Und sie begegnet natürlich auch noch einen jungen Mann, der zusammen mit ihr diese Missionen in die Vergangenheit gemeinsam begehen soll. Und ja, sie hat eine Freundin, die Leslie. Und die beiden sind so toll. Und ich habe das hier so sehr gemocht, dass die Freundschaft nicht einfach nur am Anfang beschrieben worden ist, dass wo die Situation von Gwendolyn und ihr Leben so ein bisschen aufgezeigt wird, dass sie halt Leslie als Freundin hat, sondern dass sie die ganze Zeit wirklich durch das ganze Abenteuer hindurch Leslie als Freundin hat. Es wird immer wieder beschrieben, dass sie immer, wenn sie ein Abenteuer erlebt hat, mit ihr stundenlang telefoniert hat oder dass Leslie sofort auf der Matte stand und sie getröstet hat, sie aufgebaut hat und Leslie ist ein sehr, ja, sehr plitscher Charakter, eine sehr intelligente junge Dame, die sehr, sehr viel recherchiert hat für sie und sich da total reingehängt hat. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und ich fand auch schön, dass in diesem Buch nicht nur Gwendolyn im Mittelpunkt steht, natürlich hauptsächlich ja, aber auch Leslies Glück und Unglück wird halt so ein bisschen geschildert. Und diese Mädchenfreundschaft fand ich unglaublich schön. Also die standen zusammen, die haben glückliche Momente gehabt, die haben sich aber auch gerne mal ins Gewissen geredet. Und ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, das ist mir sofort in den Sinn gekommen. Gwendolyn und Leslie sind wirklich tolle Freunde. Und ich fand es von Kerstin Gier eben schön, dass es nicht wie oft so oft in anderen Romanen oder Fantasy-Romanen diese Freundschaft vom Anfang irgendwie so vergessen wird. Da wird halt ein Kind aus dem Leben total gerissen, weil es irgendeine magische Fähigkeit hat oder die Welt retten muss. Und dann wird die weltliche Freundin oder der weltliche Freund halt irgendwie total vergessen. Hier nicht. Sie ist immer mittendrin dabei und ist Feuer und Flamme für das Thema. Und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht und deswegen Leslie und Gwendolyn meine Wahl für diese Frage. Drittens, die Goonies. Ein Buch mit einer abenteuerlustigen Clique. Hier habe ich mich für Weißer Schrecken von Thomas Finn entschieden. Ein Horrorroman, der mich im Jahre 2018 sehr begeistern konnte. Und Thomas Finn ist ja eh ein Autor, der in diesem Genre zu einem Lieblingsautor geworden ist. Hier wird die Legende des Krampus behandelt, unter anderem, aber wir treffen hier eben auch auf eine Freundesgruppe, die in einem Dorf in Süddeutschland lebt. Und jeder dieser Freunde hat sein Päckchen zu tragen. Und die Geschichte wird eben auch aus allen dieser Freunde berichtet, was zur Folge hat, dass man allen Personen sehr nahe kommt und wir erleben halt ihre Leiden, die sie so im Alltag haben. Ob das nun Eltern sind, die ihre Kinder einfach für sich lassen und sie gar nicht beachten, oder ob das Eltern sind, die fanatisch religiös sind und damit das Leben der Kinder schwer machen oder sie zu sehr zu bemuttern. Irgendwie ist da auch was komisch, irgendwie verheimlichen sie den Kindern irgendetwas und dann wird
das Dorf auch noch eingeschneit, man kommt nicht mehr raus, niemand kommt mehr hin und es wird eine Leiche im See gefunden, eine erfrorene Leiche, die aber erschreckenderweise einer der Kindern so aus dem Gesicht geschnitten ist, dass es im Grunde, ja, die Person selbst sein könnte und das erschreckt natürlich viele und wirft Fragen auf. Und dann gibt es eine bösartige, dunkle Macht, die verhindern möchte, dass all diese Geheimnisse aufgedeckt werden. Und die Kinder machen sich daran, diese Legende und diese Geheimnisse aufzudecken. Richtig abenteuerlich, richtig gruselig, atmosphärisch, eisig. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Spielt auf zwei Zeitebenen. Das heißt, wir begegnen sie als Kinder und später begegnet sie diesem Schrecken halt nochmal und versuchen ihn einzudämmen. Es geht so ein bisschen in die Richtung von S von Stephen King, das mir natürlich bei dieser Frage auch sofort in den Sinn gekommen ist. Aber S habe ich nicht mehr in meinem Regal stehen und Weißer Schrecken habe ich lange nicht mehr in die Kamera gezeigt und deswegen möchte ich das gerne hiermit tun. Und auch in der nächsten Frage könnte man eigentlich S und auch Weißer Schrecken hochhalten. Und zwar ist das viertens Damals und Heute. Freundschaften über Jahrzehnte. Ein Buch, in dem es um das Scheitern oder Bestehen einer Freundschaft geht. Da bin ich erst überhaupt gar nicht fündig geworden, weil ich ja nicht so sehr diese Schicksalsgeschichten lese, wo wahrscheinlich das öfter vorkommt. Aber genau bei S und auch Weißer Schrecken ist es ja im Grunde der Fall, weil wir eben auf zwei Zeitebenen diese Freundesgruppe treffen. Und ja, zum einen schweißt das natürlich unglaublich zusammen, dieses Erlebnis, was sie da hatten. Andererseits, um diese schrecklichen Ereignisse zu verdrängen oder zu vergessen, ist es auch manchmal einfacher, diese Freundschaft loszulassen und andere Wege zu gehen. Aber nach, ja, wie gesagt, Jahrzehnten treffen sie sich halt wieder und müssen diesem Schrecken wieder ins Auge blicken. S in S, genauso wie hier. Und das stellt die Freundschaft natürlich auf eine Probe. Sie haben sich etwas geschworen und wollen sich jetzt diesen Schwur wieder in Erinnerung rufen. Und ob sie da wieder zusammenkommen oder ob andere das nicht so sehr ernst nehmen, das müsst ihr hier lesen. Aber damit ich jetzt nicht das gleiche Buch für zwei verschiedene Fragen verwende, habe ich mir noch ein weiteres Buch rausgesucht, was ich unbedingt in diesen Tag unterbringen wollte und was ganz gut zu dieser Frage passt, wenn ich es ein bisschen uminterpretiere. Und zwar ist das Dancing Jacks Zwischenspiel von Robin Jarvis. Das ist der zweite Band der Trilogie und eine Reihe, die ich einfach sehr, sehr liebe. Und es heißt ja hier so schön in der vierten Aufgabe, ein Buch, in dem es um das Scheitern oder Bestehen einer Freundschaft geht. Es ist halt, der erste Teil ist hier nicht erfüllt. Es gibt jetzt kein Damals und Heute, also es ist keine Freundschaft über Jahrzehnte, sondern es ist eine Freundschaft, die erst entsteht. Aber sie wird halt wirklich auf die Probe gestellt, diese frische Freundschaft. Und sie ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, aber es ist so unglaublich, was sich für eine tolle Freundschaft hier drin entwickelt, dass ich, wie gesagt, dieses Buch hier unbedingt in diesen Tag mit rein mogeln wollte, wo auch immer. Und hier passte das am besten, denn dieser zweite Band hat mich genau deswegen, wegen dieser Freundschaften, die entstehen, so unerwartet entstehen und überraschend entstehen, so sehr gefesselt, war ein großer Pluspunkt bei diesem Buch. Hier geht es um altertümliche Bücher, die aus einem verlassenen und verranzten Keller eines Hauses geholt werden und an die Öffentlichkeit gebracht werden. Und diese Bücher haben eine dunkle Magie. Und zwar fesseln sie die Leser so sehr, dass die Leser glauben, dass unsere Realität Fiktion ist und die Realität im Buch passiert. Und sie glauben, eine Figur aus diesem Buch zu sein. Es ist wie eine Epidemie, die halt auf die Menschheit greift. Es gibt aber einige, die immun dagegen zu sein scheinen. Und um diese geht es halt im zweiten Band. Die sollen halt jetzt auch bekehrt werden und mit einer hartnäckigen und sehr drastischen Maßnahme. Sie werden alle eingesammelt in ein Camp
und sollen dort nach und nach halt auch bekehrt werden. Und diese Jugendliche, die das meistens sind, die sind, ja, können unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Und es geht zunächst aber viel um Vorurteile, wie sie sich gegenseitig beäugen. Sie werden natürlich auch gegeneinander ausgespielt. Und man glaubt nicht, dass sich da irgendwelche Freundschaften bilden können. Und wie diese Freundschaften entstehen und mit welchen Aktionen das gezeigt wird, dass man zusammensteht, das hat mich so sehr gerührt und ja, mir so viel Freude bereitet, dass dieses Buch, obwohl das sehr, sehr düster ist, auch einen düsteren Humor aufweist, aber trotzdem hat hier irgendwie diese Freundschaft gestrahlt. Und deswegen war das nicht zu sehr deprimierend. Lest Dancing Jacks, eine richtig coole Reihe. Ich glaube, ich muss das dringend mal wieder rereaden. Fünftens, tierische Freunde. Ein Buch, in dem es einen tierischen Gefährten gibt. Ja, da habe ich zunächst an Plötze gedacht, das Pferd von Geralt von Riva, dem Witcher. Oder an Toto, den Hund von Dorothy aus Der Zauberer von Oz. Aber ich habe mich jetzt für die Chronik des Eisernen Druiden entschieden von Kevin Hearn. Dieses Buch liegt eigentlich schon auf dem Stapel meiner aussortierten Bücher und daran wird es sich auch jetzt nichts ändern. Dennoch fand ich an diesem Buch, als ich es gelesen hatte, wirklich toll, wie ja, unser Protagonist Atticus mit seinem Hund Oberon zusammen agiert. Atticus ist ein Druide, der schon über 2000 Jahre alt ist, aber er hat sich aus dieser mystischen Welt zurückgezogen, lebt in der Menschenwelt, ein, ja, wie gesagt, zurückgezogenes Leben und ist damit sehr zufrieden. Er führt eine Buchhandlung, wo er halt auch jeglichen magischen Kram verkauft, Kräuter und so weiter. Aber er wird irgendwann aufgesucht von Göttern und von anderen magischen Wesen, denn er hat ein magisches Schwert in seinem Besitz und da sind scheinbar mehrere hinterher. Und er gerät halt in actionreiche Abenteuer, wo er das doch eigentlich gar nicht möchte. Und er besitzt eben einen Wolfshund namens Oberon, dem er beigebracht hat, sich zu verständigen. Sie können sich halt in Gedanken miteinander unterhalten und ja, diese Unterhaltungen sind einfach köstlich. Der Wolfshund ist, obwohl er so riesig ist und es liebt, jagen zu gehen, eine sehr sanfte und gutmütige Seele, obwohl sie sich natürlich auch gegenseitig immer necken. Ich habe eben noch mal ein bisschen reingelesen, um mir meine Erinnerung so ein bisschen aufzufrischen, weil es wirklich sehr, sehr lange her ist, seitdem ich das gelesen habe. Und ja, die Beschreibungen waren wirklich niedlich. Ich finde das zum Beispiel sehr, sehr lustig, wie Atticus Oberon immer wieder verbessert, wenn er Worte irgendwie falsch benutzt und Oberon dann immer sagt, ja, ich bin aber kein Muttersprachler und das ist irgendwie ganz lustig und Oberon dann manchmal auch ein schlechtes Gewissen hat, weil er Personen, die einfach ins Haus eingedrungen sind, zu freundlich ja, irgendwie behandelt hat und er, oh, habe ich dich jetzt schlecht beschützt? Habe ich meinen Job irgendwie falsch gemacht? Ist irgendwie sehr, sehr niedlich und frech und lustig gemacht. Und genau das ist mir halt sehr positiv in Erinnerung geblieben. Es ist halt eben eine sehr, sehr lange Reihe. Ich glaube, 7 oder 8 Bände gibt es mittlerweile, die halt auch sehr actionreich ist. Aber genau das fand ich halt sehr positiv. Dennoch wird dieses Buch ausziehen dürfen, weil alleine das konnte mich jetzt halt trotzdem nicht überzeugen, weiterzulesen. Aber da ich ein wirklich großer Hundemensch bin und ich es cool finde, dass beide auch hier vorne abgebildet sind, habe ich gedacht, das wäre für diese Aufgabe eine sehr, sehr gute Wahl. Sechstens, Frenemies. Eine Buchfreundschaft, die von schlagfertigen oder witzigen Gesprächen lebt. Ja, da könnte ich euch eigentlich auch schon wieder Bücher zeigen, die ich euch bereits zu anderen Aufgaben vorgestellt habe. Zum einen eben Der eiserne Druide, Oberon und Atticus, das lebt halt auch wirklich von diesem Gesprächsabtausch und wirklich nur diesen Gedankenaustausch, die nur sie hören, was sehr, sehr lustig ist. Aber auch zum Beispiel Rubinrot hätte ich euch hier jetzt in die Kamera halten können, denn Gwendolyn, die halt eben dieses Zeitreisegehen hat, hat in einer Kathedrale, in einer Kirche einen Wasserdämon
entdeckt. Sie hat halt die Gabe, dass sie Geister sehen können, kann aber auch solche magischen Wesen wie Dämonen. Und ebenso ein Wasserspeier-Dämon hat es gemerkt, dass sie ihn sehen und verstehen kann. Andere können das halt nicht. Und da er ja sonst eher einsam ist und auch das Leben sonst ein bisschen langweilig ist, wenn keiner an sehen und verstehen kann, hat er sich an ihre Fährten geheftet. Und zunächst findet sie das unglaublich ja, nervig, weil er halt echt frech ist und die ganze Zeit dazwischen plappert und ihre Nerven wirklich auf eine harte Probe stellt. Aber er ist mein Lieblingscharakter aus diesen Büchern und er hat das noch witziger gemacht, besonders im zweiten Band, als er dann vorgekommen ist. Unglaublich cool. Aber ich wollte natürlich auch noch mal ein neues Buch in die Kamera halten und zwar ist das Bartimäus, das Amulett von Samarkand von Jonathan Stroud. Hier geht es um einen Zaubererjungen und in dieser Welt, die unserer Welt sehr ähnlich ist, gibt es halt Zauberer, die Dämonen hervorbeschwören können oder Djinn. Darin besteht halt ihre Zauberei. Sie können nicht selbst zaubern, sie können nur ja, Wesen heraufbeschwören, die ihnen dann Wünsche erfüllen müssen. Und Nathaniel, der kleine Junge, ist halt sehr ambitioniert und wirklich sehr, sehr ehrgeizig und er möchte einen anderen Zauberer eins auswischen und er möchte eben einen sehr, sehr besonders mächtigen Dämon heraufbeschwören, weil er halt an sich glaubt und er glaubt, das kann er alles schon und möchte sich beweisen und er wählt Bartimäus aus. Bartimäus ist ein sehr mächtiger Dämon, aber wenn er richtig beschworen wird, dann ist er erst wieder frei, wenn er die Wünsche seines Meisters in dem Moment erfüllt hat. Aber Dämonen sind dennoch nicht machtlos. Wenn die Zauberer irgendwelche kleinen Fehler sich erlauben, dann stürzen die Dämonen sich auf sie und nutzen ihre Freiheit. Sie versuchen natürlich immer, die Zauberer herauszufordern mit Wortverdrehungen oder mit irgendwelchen Drohungen, dass diese Fehler begehen und ja, sie eben dann wieder frei sind. Aber Bartimäus ist jetzt erstmal an Nathaniel gebunden und die beiden können sich zunächst einmal gar nicht ausstehen. Nathaniel ist eben sehr überheblich und glaubt jetzt nun der Meister des Dämons zu sein. Und Bartimäus findet es einfach nur unter seine Würde, dass er jetzt einfach so ein Knirps an einem Zauberer dienen muss und ist natürlich nicht begeistert, jetzt ja irgendwelche Wünsche von ihm erfüllen zu müssen. Und das Ganze wird halt auch aus der Sicht von Bartimäus und aus der Sicht von Nathaniel berichtet, sodass wir beide Sichten kennenlernen. Bartimäus ist, wie gesagt, sehr scharfzüngig, sehr witzig. Man könnte fast schon sagen, es ist geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung wie Ximerius, nur dass er noch ein bisschen düsterer und noch ein bisschen sarkastischer ist. Ein bisschen erwachsener könnte man auch sagen, obwohl das sich hierbei ja auch um ein Jugendbuch handelt und das Ganze dennoch harmlos ist, wenn man das aus einer Erwachsenensicht sieht. Das Besondere an diesem Buch ist auch, dass wir hier immer wieder kleine Fußnoten haben, wo Bartimäus das Geschilderte, das Geschehen kommentiert und genau diese ja, Kommentare sind halt auch unglaublich cool. Obwohl sich Bartimäus und Nathaniel nicht leiden können, von Anfang an nicht, wachsen sie durch das Abenteuer natürlich irgendwie zusammen, auch wenn es nie kitschig wird oder dass sie nie Best Friends werden. Und das macht halt eben auch diese witzige und sehr angriffslustige und scharfzüngige Konversation zwischen den beiden eben aus, wo jeder versucht, den anderen reinzulegen und dann denkt man, okay, jetzt sind sie Freunde und dann ja, verraten sie sich doch wieder gegenseitig. Es ist halt wirklich so eine Frenemy-Beziehung tatsächlich, so eine kleine Hassliebe. Und die siebte und damit auch letzte Frage, Aufgabe ist Freunde von Freunden. Welches Buch hat es dir aufgrund einer Empfehlung angetan? Ja, auch bei dieser Aufgabe kann man natürlich extrem viel zeigen, denn man hat sehr viele Empfehlungen alleine durch BookTube bekommen, aber auch durch Buchhändlerkollegen oder auch Freunden. Alleine auch schon meine Büchercasting-Finalisten hätte ich euch alle in die Kamera zeigen können, denn da habt ihr mir ja Bücherempfehlungen gegeben
Und habt ihr als Zuschauer auch immer gewotet, wer als nächstes in die nächste Runde kommt. Und die Finalisten habe ich mir ja alle zugelegt. Im Moment lese ich ja auch den Sieger, also Nevermore hätte ich zum Beispiel zeigen können oder das Lavendelzimmer, was Sarah Sophie ja immer sehr gerne erwähnt als eines ihrer Lieblingsbücher oder das Monsterhaus war ja eins davon oder auch Odins Kind. Das wurde mir auf verschiedenen Wegen empfohlen von einer Freundin, aber eben auch in diesem Büchercasting. Ich habe mir aber letztendlich doch noch ein anderes Buch rausgesucht, weil ich das extrem lange nicht mehr in die Kamera gehalten habe. Und zwar ist es Das dunkle Wort von Sylvia Englert. Ein Fantasy-Roman, der als erschienen ist, auf meiner Wunschliste gelandet ist, weil ich einfach beim Durchschauen der Neuerscheinungen darauf gestoßen bin. Irgendwann habe ich aber das Interesse verloren an diesem Buch und es ist dann von der Wunschliste runtergeflogen, bis ich dann eine Rezension von der lieben Julia vom Kanal Leseritter gesehen habe, die da sehr von geschwärmt hat und als ein großes Highlight dargestellt hat. Und dann ist es wieder ja irgendwie in meine Hände geflutscht. Ich habe es dann tatsächlich als Mängelexemplar gefunden und habe das dann ja für wenig Geld geschossen bzw. ershoppt und dann ist es bei mir eingezogen. Ich werde euch einfach mal den Klappentext vorlesen, denn ich habe es noch nicht gelesen. Er war der größte Magier seiner Generation, bis er sich zu tief in die Dunkelheit wagte. Wie weit wird er nun gehen, um seine Heimat zu retten? Das Orchideenreich Skaida schwebt in höchster Gefahr. An seiner nördlichen Grenze ist ein Heer aufmarschiert, das von unheimlichen Glasklingenkriegern begleitet wird, während gleichzeitig ein seltsamer Zauber von der Hauptstadt ausgehend immer weitere Teile des Landes zu Kristall erstarren lässt. Nur ein Mann kann jetzt noch helfen, und so schickt Idassa, oberste Magierin und Beraterin des Königs, einen verzweifelten Hilferuf an ihren ehemaligen Mentor Terwin. Doch der hat sich geschworen, nie wieder Magie einzusetzen, seit er eine nicht wiedergutzumachende Schuld auf sich geladen hat. Ja, im Grunde klingt das jetzt gar nicht so besonders, weil wir hier wieder ein fantastisches Reich haben. Es bahnen sich Kriege an und es gibt einen Magier, der das Ganze retten soll. Aber es hörte sich so gut an, wie Julia über dieses Buch geschwärmt hat. Und es soll, glaube ich, auch ein Einzelband sein, was ja auch sehr unüblich ist für High Fantasy und dann auch noch so dünn, bin ich gespannt, ob es ja irgendwie schafft, trotzdem die Welt gut darzustellen. Und ich hoffe halt, dass es nicht zu viel Kriegshandlungen hat. Ich finde das Cover extrem schön und bin gespannt, ob es da irgendwie auch mit Drachen irgendwie in Verbindung steht. Da würde ich natürlich nie Nein zu sagen, aber deswegen ist es halt bei mir wieder eingezogen, weil Julia davon geschwärmt hat, obwohl ich es mittlerweile wieder schon von meiner Wunschliste runtergeworfen habe. Ja, das war der Büchermachen-Freunde-Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und jetzt hoffe ich natürlich auch sehr, dass ihr mitmacht, entweder in den Kommentaren oder in einem eigenen Video. Sagt mir dann gerne Bescheid, wenn ihr ein eigenes Video dazu gedreht habt, dann schaue ich auf jeden Fall da vorbei. So, jetzt möchte ich natürlich aber auch einige Booktuber noch taggen. Und zwar möchte ich die liebe Steffi von Seitengeist taggen, den Kanal Wortfieber, die liebe Carina Zacharias Bücherwelten, Toto liest und Susan Lives. Ja, ich habe jetzt extra mal geguckt, dass ich mal andere Kanäle empfehle und nicht immer dieselben. Die werde ich natürlich auch noch mal unten reinschreiben in die Infobox, damit ihr da mal vorbeischauen könnt. Und denkt dran, bei den anderen Mädels unserer Leserunde All You Can Read vorbeizuschauen, die auch diesen Tag heute hochgeladen haben. Ja, das war's. Ich freue mich auf eure Kommentare zu den Büchern und zu den Fragen. Wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.